Hallo, herzlich willkommen bei Einfach Auflegen. In diesem Video stelle ich hier von Herkules den 2-Kanal-Controller DJ Control Instinct P8 vor. Das ist der Nachfolger vom DJ Control Instinct. Der heißt P8, weil er mit Performance Pads kommt. 4 auf jeder Seite, in Summe 8, daher halt der Name P8. Mit rund 120 Euro ist der Instinct P8 ein sehr preiswerter Controller. Trotzdem kommt er mit einer vollwertigen DJ-Software. Die heißt Dejuiced 40 Grad, die hat Herkules selbst entwickelt. Die hat ein großes Leistungsspektrum, lässt kaum Wünsche offen und bietet letztendlich noch wesentlich mehr Funktionen, als du mit diesem Controller hier bedienen kannst. Der Instinct P8 ist ein sehr kleiner Controller, ungefähr so groß wie ein DIN A4 Blatt. Der ist super leicht, trotzdem stabil mit einem Kunststoffgehäuse, das verwindet sich nicht, hochwertig gearbeitet. Der braucht kein extra Netzteil, weil er seinen Strom über das USB-Kabel vom Rechner bezieht, sodass er eben super leicht mitzunehmen ist. Nimmt in der Tasche keinen Platz weg, passt in jede Tasche praktisch rein und damit wirklich ein super transportabler Controller, den du auf jede Party mitnehmen kannst. Wie Herkules die ganzen Bedienelemente jetzt bei diesem doch sehr kleinen Controller umgesetzt hat, zeige ich dir als nächstes. Der ist ganz klar strukturiert wie auch jeder klassische Controller. In der Mitte die Mix-Sektion, außen die beiden Decks. Ganz zentral in der Mitte hier der Browse-Button, das ist ein Push-Encoder. Wenn du ihn drückst, wechselst du zwischen dem Verzeichnisbaum auf der linken Seite und der Trackliste auf der rechten Seite in deinem Fenster. Du kannst eben durch Drehen Tracks auswählen. Im Verzeichnisbaum dient dann die Load-Taste dazu, Verzeichnisse aufzublättern bzw. zuzublättern. Wenn du in der Trackliste bist, lädst du eben die Tracks dementsprechend ins rechte Deck oder halt ins linke Deck. Zusammen mit der Shift-Taste hat der Brausregler eine zweite Funktion. Da dient er als Masterregler für die Lautstärke an dem Ausgang hier hinten. Schauen wir uns als nächstes die beiden Kanalzüge an. Fällt als erstes ins Auge, dass Herkules hier auf einen Gain-Regler verzichtet. Also die Möglichkeit, die Lautstärke des Tracks manuell anzupassen. Da setzen sie voll auf Auto-Gain, also die Automatikfunktion in der Software. Oder du hast die Möglichkeit, halt am Rechner mit der Maus die Lautstärke anzupassen, wenn es bei einem Song mit der Automatik nicht gut genug funktioniert. Dann gibt es einen klassischen Dreifach-EQ, also für Höhen, Mitten und Tiefen. Hier direkt unter dem EQ sitzt bei vielen anderen Controllern oder eben auch Mischpulten der Regler für das High-Pass-Low-Pass-Filter. Das hat Herkules ein wenig anders gelöst. Und zwar haben sie hier diesen Regler für die Loops doppelt belegt. Über Shift aktivierst du damit hier die Funktion für das Filter. Zeige ich dir. So, wobei der erstmal nicht aktiv ist, das ist auch ein Push-Encoder. Erst wenn du ihn einmal anklickst, wird die Filterfunktion aktiviert und du kannst dann eben entweder die Höhen rausdrehen oder eben auch die Tiefen. Gut, hört man jetzt an der Stelle hier dem Song gerade nicht besonders. Die Tiefen rausdrehen oder sie eben auch wieder reindrehen. Warum das eben erst mit dem Klick aktiviert werden muss, ist mir nicht ganz klar, wäre aus meiner Sicht eben sehr viel praktischer, wenn es gleich beim Start der Software automatisch aktiviert wäre. Die Kanalfeder laufen richtig schön satt, das heißt, die werden auch nicht unabsichtlich verstellt so einfach und für die Preisklasse wirklich ausgesprochen gut. Der Crossfader hier unten läuft natürlich deutlich leichter als die Kanalfeder, aber doch immer noch relativ satt und für einen Crossfader relativ viel Widerstand. Eher was für Mix-DJs, denke ich, als für einen Scratcher, wobei sich ein Scratch-DJ sicherlich eh nicht diesen Controller hier kaufen würde. Die Mode-Taste dient in erster Linie dazu, die Belegung der Pads hier zu ändern. Durch Mode kannst du eben wechseln in den Loop-Modus, in den Effekt-Modus, um Effekte abzurufen, in den Sample-Modus, um Samples zu triggern oder nutzt eben die Pads für Hot-Cues, die du in den Tracks anlegst und eben dann entsprechend hier drüber auch wieder abrufst. Außen in den Decks dann ganz klassisch die Transport-Sektion mit Play-Pause, Cue und Sync. Etwas abgesetzt die Shift-Taste, über die du, wie du schon gesehen hast, hier bei vielen Bedienelementen die zweite Befehlsebene erreichst. Was der Instinct P8 nicht hat in seinen Decks, sind Tempo-Fader. Auf den ersten Blick fehlt also die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Tracks anzupassen, um sie dann eben wirklich schön ineinander mixen zu können. Wenn du nicht die Sync-Taste benutzt, hast du trotzdem die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu ändern. Dazu dient dann wieder die Shift-Taste. Zusammen mit den Jog-Wheels
kannst du die Geschwindigkeit erhöhen oder eben auch erniedrigen. Dabei unterstützt die Software eben sehr weite Verstellbereiche. Du kannst es auf 6% einstellen, also sehr feinfühlig, aber eben auch bis zu 100%, also extreme Tempoveränderungen hinkriegen, wenn du es eben auch kreativ einsetzen möchtest. Ein bisschen tricky aus meiner Sicht ist jetzt hier bei der Software, dass du zwei verschiedene Modi hast am Bildschirm. Einmal ein Zweideck-Modus, da wird auch optisch ein Tempofader angezeigt. Da siehst du dann eben auch die Veränderung, die du machst. Also wenn du einen Tempofader benutzen würdest, dafür zeigt eben die Anzeige oben im Deck selbst permanent eben die Ursprungsgeschwindigkeit des Tracks an. In dem Fall hier 124 BPM. Wenn du im Vierdeck-Modus bist, ist es ja fast andersrum. Da werden dir leider eben keine Tempofader angezeigt. Du siehst also optisch nicht auf den ersten Blick, wo du bei der Geschwindigkeit bist in deinem Track. Dafür wird dir aber eben dann in der BPM-Anzeige die Veränderung signalisiert. Nicht sehr konsistent, finde ich, aber die Software ist umsonst dazu und es geht eben auf jeden Fall. Die Jogwheels des Instinct P8 sind vollständig aus Kunststoff gefertigt. Die haben auch keine Metalloberfläche wie bei vielen anderen Controllern. Auch die ist aus Plastik. Die ist trotzdem berührungsempfindlich im Scratch-Modus halt. Kann man damit ja auch mal einen Scratch irgendwie machen. Die haben eine Besonderheit insofern, dass sie über Shift auch gedrückt werden können. Das dient dann dazu, weil du ja keinen Tempofader hast, um einen Song wieder auf die Originalgeschwindigkeit zurückzusetzen. Wenn du eben mit Sync oder durch Beatmatching sozusagen in eine andere Geschwindigkeit gebracht hattest. Dadurch sind sie, durch diese Möglichkeit, sie zu drücken, sind sie relativ, ja, sag mal, schwabbelig gelagert. Gefällt mir nicht sonderlich gut. Praktisch die gleichen Jogwheels in der gleichen Größe, auch aus Kunststoff, sind auf einem kleineren Hercules-Controller drauf, auf dem Hercules DJ Control Compact. Da sitzen sie richtig schön stramm gelagert drauf, machen mir da wesentlich mehr Spaß. Nichtsdestotrotz, zum Beatmatchen reicht das vollkommen aus, kann man gut mitarbeiten, auch in einem Track was zu suchen. Wenn es da mal sein muss, ein Baby-Scratch kriegst du damit vielleicht auch noch hin, aber dafür ist es sicherlich nicht die erste Wahl. Vor dem Hintergrund, dass der Controller insgesamt mit einer Vollversion von der Software nur 120 Euro kostet, möchte ich daran aber nicht weiter rumkritteln. Ich denke, bei dem Preisschild ist das wirklich noch vollkommen in Ordnung. Eine Besonderheit gibt es bei den Jogwheels im Zusammenspiel mit der Dejuice-Software noch zu berichten. Unter Windows verhalten sie sich vollkommen normal, auch im Scratch-Modus. Wenn du Dejuiced auf einem Apple laufen hast, gibt es eine Merkwürdigkeit. Wenn du die Finger auf dem Jogwheel drauf hast, um den Track zu stoppen, läuft dann nach weniger als einer Sekunde der Track auf einmal trotzdem wieder weiter, obwohl du halt die Finger drauf hast auf dem Jogwheel. Das ist aus meiner Sicht Fehlverhalten. Habe ich auch an die Kollegen von Hercules berichtet. Ich gehe davon aus, dass es in einer der nächsten Versionen der Software behoben wird, sodass sie sich auch unter einem Macintosh ganz normal wie unter Windows, wie auch jedes andere Laufwerk, dann verhalten werden. Schauen wir uns dann noch die verschiedenen Modi an, die das Gerät mit den Pads bietet. Zunächst mal den Loop-Modus, wobei loopen kannst du auch ohne in den Loop-Modus zu gehen, zumindest Auto-Loops kannst du setzen. Dazu drückst du einfach hier, nachdem du die gewünschten Loops ausgewählt hast, die Anzeige erfolgt in der Software, hier die Taste und kannst dann halt hier eben ganz automatisch durch einen einfachen Druck einen Auto-Loop setzen. Ja, und kannst die Anzahl, die Loop-Länge durch Drehen hier halt verändern und aus dem Loop mit einem erneuten Klick auch wieder aussteigen. Neben der Möglichkeit, über den Loop Encoder halt Autoloops zu setzen, geht das auch über die Pads hier. Du kannst wahlweise halt ein Viertel, einen halben, einen ganzen oder auch zwei Taktschläge hier automatisch reinsetzen, über die Software auch quantisiert, also tatsächlich dann eben auf den Beat, auf das Beatgrid gezogen und damit auf den einzelnen Taktschlag halt gezogen. Du hast über Shift dann erweiterte Möglichkeiten, auch manuelle Loops zu setzen. Du kannst eben hier einen Eingang hinsetzen, hier auch wieder einen Ausgang. Hast auch hier, wie bei den Auto-Loops, die Möglichkeit, die Taktlänge zu oder die Loop-Länge zu verändern, eben Loop-Roll zu machen. Kannst auch wieder aussteigen. Also aus meiner Sicht bietet der Controller im Bereich Looping richtig viel. Vor allen Dingen der Preisklasse, aber auch im Vergleich zu manch anderem deutlich teureren Controller. Schauen wir uns als nächstes die Möglichkeit an, wie du beim Instinct P8 mit Effekten arbeitest.
Die hat keine dedizierte Effektsektion. Das geht auch alles über die Pads hier unten. Wenn du also einen Track hast und Effekte auslösen möchtest, gehst du über die Mode-Taste in die entsprechende Belegung der, der Pads hier rein und kannst dann eben durch die Pads wie durch An-Aus-Schalter Effekte aktivieren oder auch deaktivieren. Das kannst du einzeln machen oder auch zu zweit. Als Besonderheit hast du die Möglichkeit, eben die drei hier auf diesen Pads liegenden Effekte auch gleichzeitig auszulösen. Dabei kann eben auch ein Feld leer sein. Du kannst also No-Effekt auch auswählen, dass du eben auch ein, zwei oder drei Effekte auf die Art wahlweise eben triggern kannst. Hier ist es kein An-Ausschalter, sondern wirklich ein Taster. Sobald du loslässt, geht der Effekt wieder raus. Wenn du einen Effekt aktiviert hast, kannst du dann eben hier über den Encoder auch den einen von den Parametern beeinflussen, sodass du da auch durchaus ein bisschen Spiel hast, was dort passiert mit den Effekten und du kreativ tätig werden kannst. Der nächste Modus ist dann der Sample-Modus. Da kannst du ebenfalls aus den Vollen schöpfen, was dir die DJuiced 40 Software dort bietet. Die hat einen, sagen wir mal, umfangreichen Sample-Player, die unterstützt ja auch den, sagen wir mal, deutlich größeren Controller P32 DJ von Herkules, der eben 32 Pads hat in Summe, die du einzeln mit Samples belegen kannst. Hier kannst du auf vier Samples zugreifen, die du abspielen kannst. Das sind entweder vorbelegte Samples, die in der Software mit dabei sind. Herkules bietet aber auch über Loopmasters weitere Sample-Packs an. Oder du kannst eben auch ganz einfach aus einem Loop selber ein Sample praktisch in einen Sample-Slot reinschieben und dann hier abrufen. Die Samples können eben ausgeführt werden als One-Shots, also einmal abgespielt werden oder auch geloopt werden. Und du hast die Möglichkeit, sie ja abzufeuern, kannst sie auch wieder anhalten über Shift, sodass du auch hier in dem Bereich mit dem Controller und mit der DJuiced-Software tolle Möglichkeiten hast, kreativ tätig zu werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du beim Instinct P8 für wenig Geld schon ziemlich viel Controller bekommst. Solange du nicht Wert legst auf eine ausgefeilte Effektsektion, mit der du eben auch am Controller die Effekte beeinflussen kannst und auf die Tempofader verzichten kannst, ist das ein Gerät, was super geeignet ist für Einsteiger oder eben auch als Zweitgerät für einen DJ, der irgendwie einen kleinen, leichten, kompakten Controller mit eingebauter Soundkarte dabei haben möchte. Da kommt ihm eben dann zugute, dass es dafür eben Mappings gibt für verschiedene DJ-Softwaren wie Praktor, wie DJ oder eben auch wie Virtual DJ, sodass du eben auch mit anderen Programmen als DJuiced mit dem Instinct P8 super arbeiten kannst. Unseren ausführlichen Testbericht zum Herkules DJ Control Instinct P8 findest du auf Einfach Auflegen. Hat dir unser Video gefallen? Daumen hoch und abonniere unseren YouTube-Kanal, wenn du es nicht schon getan hast. Möchtest du mehr erfahren über all das, was DJs interessiert? Melde dich an für unseren kostenlosen DJ-Newsletter. Alle Links wie immer findest du direkt hier unter dem Video. Bis zum nächsten Mal. Adios!